Dem Versorgungsnetzbetreiber, kurz VNB, wird die Fertigstellung der Anlage gemeldet. Ein Mitarbeiter des VNB kommt vorbei und der Betrieb muss nachweisen, dass die ordnungsgemäße Funktion gewährleistet ist. Unter anderem wird geprüft, wie schnell die Anlage bei einer Störung vom Netz getrennt wird. Entspricht alles den Vorschriften, erhält der Betrieb die Fertigmeldung der Anlage. Nachdem der Meister seine Unterschrift geleistet hat, kann er den Kunden in die Anlage, in folgende Geräte sowie Betriebsmittel einweisen. Der zusätzliche Zähler, der die eingespeiste Energie misst. Und die Wechselrichter sowie deren Bedienelemente. In dem Übergabegespräch klärt er den Kunden über die Möglichkeiten zur Installation einer Anlagenüberwachung auf. Im Anschluss erhält der Kunde sämtliche Bedienungsanleitungen. Zurück im Büro schreibt der Meister die Rechnung. Eventuell muss der Meister nachkalkulieren. Die Nachkalkulation vergleicht den Ertrag mit den Aufwendungen und zeigt, ob sich der Auftrag gelohnt hat. Dabei werden gegebenenfalls bereits gezahlte Beträge mit dem gesamten Rechnungsbetrag verrechnet und die Differenz dem Kunden in Rechnung gestellt. Der Auftrag ist somit abgeschlossen.